just hate girls that aren't me. Hey Leute, willkommen zurück zu City Skylines. Zum, was weiß ich, vierten Part, vielleicht schon zum 10. Ich glaube schon. Und der letzte Part war ja wirklich sehr lang. Ich hoffe, dass dieser es nicht wird. Oder sehr, sehr viel länger, sagen wir es mal so. Und ja. Ich würde sagen, jetzt verbinden wir endlich mal auch die Autobahn hier mit den Straßen, die ich hier hingebaut habe. Das mache ich sehr simpel dann, dementsprechend. Und zwar endet es in der Kreuzung. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste, wenn man sich das so theoretisch überlegt. Allerdings, es verteilt sich ja hier hinten nochmal und so weiter. Und ich muss hier hinten noch einstellen. Über einen Traffic Manager, dass hier... Dass hier nur Dealer fahren dürfen. Müll darf da auch lang fahren. Weil vielleicht sollte ich... Doch, ich mach's so. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich es hier halt simpel machen, indem ich das quasi so hineinführen werde, einfach nur. Oder enden lasse. Und dann wird das hier halt verbunden. Mach hier halt zwei Spuren. Weil ich werde es so machen, man kann auch manuell quasi die Schaltungen machen. Also die Ampelschaltungen. Und dann werde ich es halt nun mal so machen. Wenn ich das einmal hier so mache. Dass die, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen konzentrieren. Dass die, die hier rechts abbiegen, und die immer Vorfahrt haben quasi oder immer, ja, fahren dürfen. Mal schauen, wie es dann passt. Das hier. Und ganz wichtig hier natürlich das und das, das und das. Habe ich hier auch überall. Nein. Und hier geht es noch bei 2. Genau wie hier. Das alles erlauben. Wie war das jetzt? Der biegt ab. Ach nee, falsche Richtung. Ach so. Nee, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Wie habe ich das denn hier gemacht? Darf der denn beide? Nein. Muss aber. Weil ansonsten kann er, glaube ich, hier halt nicht abbiegen. Beziehungsweise fahren die ja nur geradeaus. Und dann muss ich hier das so und so machen. Nee. Man konnte doch, meine ich, die Ampeln miteinander verbinden quasi. Zeitgesteuerte Ampeln.
Okay, die haben irgendwas wieder verändert hier dran. Wie ging das denn da jetzt nicht mehr? Auswahl der Kreuzung. Okay, zeitgesteuerte Ampel. Die haben das halt. Ach so, ja, okay, ich hab's verstanden. Ich hab das mit dem verwechselt, so. So, und die Kreuzung muss ich jetzt konfigurieren. So, Schritt hinzufügen. Minimale Zeit 6, maximale Zeit 10, damit das auch groß ablaufen kann. Oh. Vielleicht sollte ich das ausschalten. Wenn die Mindestzeit abläuft. Ja, okay, kann man so machen. Und dann muss ich. Dann stelle ich das auf grün. Das und das. Haben die grün, okay. Ja, das passt so. Und die könnte ich auch auf grün stellen. Weil die werden ja wahrscheinlich eher nicht so viel da wieder abbiegen direkt. Okay, hinzufügen. Dann Schritt hinzufügen. Der dauert man dann bei mir meistens 1 bis 2. Ne, der dauert immer ein. Und zwar. Ist das sozusagen die Phase, wo das alles abläuft noch? Abläuft. Okay, ich könnte auch theoretisch mal hier. Ah, warte, das habe ich gerade falsch gemacht. Da soll der. Nee, ist schon richtig. Den hier muss ich ändern, weil der soll ja immer auf grün sein. Genau wie bei dem hier der. Der hier, doch, da ist auf grün. Bei der dabei auf rot sein müsste eigentlich. Weil die dürfen, sollen hier nicht einfach reinfahren. Auf jeden Fall einen Schritt hinzufügen, wieder 6 bis 10 ist richtig. Das ist rot, das und das ist grün. Dann ist auch das grün. Ja, kann man so machen eigentlich. Bei denen lasse ich ein bisschen länger laufen. Also das heißt ein bisschen sehr viel länger. Weil hier habe ich deutlich mehr Platz für einen Stau quasi als hier. Dann Schritt hinzufügen. 1 bis 1. Wo alles bis auf die auf rot sind. Und dann ein, der kann 2 lang sein. Nee, wo alles auf, wo die Fußgänger kurz rüber können. Er sollte aber nicht zu lang sein. Also. Jetzt haben die grün und die grün und die grün. Okay, das ist richtig. Ja, so stimmt's auch. Die hier links abfahren wollen. Das wird dann wieder so ein bisschen. Ja. Vielleicht sollte ich die dann beim letzten Schritt alle nochmal fahren. Die nochmal fahren lassen.
Wobei ich mal ganz kurz dann. Der ist dann auch nicht lang. Da ist halt noch das auf Grün war. Das, das. Und das schalte ich dann auf Rot, damit die halt hier wirklich hinfahren können. Und der muss dann dahinter, glaube ich. Jetzt hier. Ja, okay, das stimmt. Und wenn das jetzt abläuft. Der zählt halt gerade mal die Maximalzeit. Dann stellt sich das auf Rot, dann können die hier nämlich abbiegen. Und ich möchte das aber noch mal bisschen ändern und speichern und start. Ja gut. Damit ist das schon mal geschaffen. Ich habe fast 1 Million. Woher? Und dann komme ich ja mal wieder hier zu. Okay. Verbinde ich das hier? Ich würde sagen, hier eigentlich. Oder nicht, weil das Gefälle zu steil ist. Jetzt hier, ja. Ah, bisschen komisch. Und das möchte ich dann hier drunter herführen, irgendwie. Und deshalb bin ich gerade bewusst nicht mit dem Außenring hier. Weil ich finde, das ergibt wenig Sinn. Dann fahren die nämlich nicht hier, wo es gewollt ist, da hoch, sondern hier und dann staut sich das da extrem. Und das ist ja nun mal auch nicht Sinn der Sache. Ah, komm schon. Ja, ihr habt gerade keinen Strom. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich auch von da nach da rüber komme, ohne über die Autobahn drüber. Oder die Autobahn zu kreuzen. Wahrscheinlich mit einem Tunnel oder einer Brücke. Auf jeden Fall würde ich eigentlich sagen, dass ich hier. Achso, Steine. Quasi so ein. Ja, nicht Stadtkern, das ist ja nicht der Kern. Ein Teil mache, wo mehr ich kann nicht labern. Wo mehr Dings ist, mehr zum Einkaufen. Und das mache ich dann auch schon mal.
war ich vorher noch. Okay, das erreicht hier einiges. Einmal durchgucken. Ja, passt. Ich würde hier nämlich auch noch einen Busbahnhof hinbauen, weil ich hier natürlich dann auch entsprechend hinfahren möchte mit dem Bus. Ist das so richtig? Ich mir jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwo ein City-Bus-Depot hinbaue. Frage ist, wo baue ich es hin? Weil es natürlich auch eine Menge Lärm macht. Ja, packe ich dann hier unten ins Industriegebiet, glaube ich. Weil baue ich jetzt hier hin? Hier in so einer kleinen Nebenstraße. Kommt hier einmal das Busdepot hin. Und einmal das Taxidepot. Ist ein anderes Busdepot als das normale, kann ich ja da noch sagen. So, wo konnte ich jetzt nochmal Linien erstellen? Das weiß ich halt nicht mehr. Hier wahrscheinlich. Linienübersicht, Buslinie, nee. Das habe ich halt wieder zu lange nicht gemacht. So, das kann, das weiß ich noch, das ist auch noch wichtig, so ein Taxiteil. Wenn ich schon das Ding dahin baue, darf das natürlich auch nicht fehlen. Taxistand. Jetzt hier nach Kreuzung geht eigentlich auch klar. Dann baue ich hier an der Stadt noch eins. Hier, da sieht man schon, da ist jemand dadurch quasi krank. Oder so, wie auch immer man das nennen kann. Vielleicht noch hier oben, wo es genau links. Ja. Deswegen ist das sind alles hier ist Platz. Hier darf natürlich auch keiner fehlen. Ich werde halt nicht zu viel immer damit zerstören. Mach ich's mal dahin. Und eins hier unten hin vielleicht. Aber naja, ich sehe, dass wir am Ende der Folge sind. Gerade, nicht, dass ich wieder einen 28-Minuten-Part mache. Und ja, kann ja einmal hier gucken. Hier sieht man, dass hier sehr viel unterwegs ist. Und ja, wo... Ich gucke jetzt nochmal, wo ich das machen kann zwischen den Folgen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao.